Allgemein habe ich mir erwartet, dass es eine sehr herausfordernde und intensive Zeit wird. Der Aufwand für jetzt Prüfungen oder Lehrveranstaltungen hat sich eher nicht so gut einschätzen lassen, weil man nicht weiß, auf was auf einem zukommt. Da habe ich mich auf Erzählungen von Freunden und Bekannten stützen müssen. Aber prinzipiell habe ich mir gedacht, dass es eine sehr coole Zeit wird. Und inhaltlich bin ich davon ausgegangen, dass es vielleicht eine ganz kurze Wiederholung von der HTL wird und dann so eine Art Fortsetzung in welcher Art und Weise auch immer. Ein Vorurteil wäre, wenn ich jetzt sagen würde, man beschäftigt sich nur mit der Mathematik. Das stimmt aber nicht. Im Bachelor hat man viele Grundlagen wie Thermodynamik, Festigkeitslehre und viele weitere. Und da ist eben die Mathematik das Werkzeug des Technikers. Und dann später im Master hat man dann die verschiedenen Schwerpunkte, wo man sich dann spezialisieren kann. Andere Themenbereiche, die man vielleicht noch im Bachelor anschneidet, sind Werkstoffkunde oder Fahrzeugtechnik, die man vielleicht einmal in der HTL gehört hat, aber erst auf der Uni dann richtig versteht. Also am meisten am Studium gefällt mir, dass es so breit gefächert ist. Man hat wirklich über alle Themengebiete der Technik ein fundiertes Wissen und das sieht man auch später in der Arbeitswelt. Die einen forschen zum Beispiel an neuen Werkstoffen und die anderen entwickeln selbstfahrende Autos. Und eines haben sie beide gemeinsam, sie haben das gleiche Studium absolviert. Der prägendste Moment war eigentlich schon ziemlich am Anfang, so in der ersten Prüfungszeit oder Prüfungsvorbereitung, wo man auf einmal merkt, dass Lernen durchaus auch Spaß macht. Wenn man vor Aufgaben sitzt, wo man sich denkt, das muss doch irgendwie gehen, und wenn man es dann zum Schluss auch endlich schafft, das ist dann richtig super. Also für HTL-Schüler ist zum Sagen, dass die Uni einfach keine HTL mehr ist. Sie bietet zwar sehr super Basiswissen, aber es wird der Stoff in sehr kurzer Zeit durchgenommen und man darf einfach den Punkt nicht übersehen. Man glaubt, man hat das eh schon mal gehört und schon mal gelernt, aber es werden auch Rechnungen zum Beispiel auch ganz anders angegangen, dass man da gleich mal reinkommt, sofort von Anfang an dabei bleiben. Und generell ist zum Sagen, dass diese 5 Prüfungsantritte, die man jetzt dann auf der Uni hat, sehr verlockend sind, dass man sagt beim ersten Mal, schauen wir mal, wie es ausschaut. Würde ich nicht machen, weil es geht sehr schnell, dass man dann auf einmal vor einem kommissionellen Prüfungsantritt steht und sich denkt, okay, hätte ich doch beim ersten Mal gleich gescheit gelernt. Genau, das wäre nur so ein genereller Tipp. Also zu Beginn des Studiums war sicherlich die größte Herausforderung die Umstellung vom System Schule zum System Universität. Am Anfang natürlich, man hat viele Freiheiten und man muss sich alles selbst organisieren. Aber nach der Zeit, wenn man sich mit dem System zurechtgefunden hat, hat es auch einige Vorteile. Man lernt zum Beispiel, wie man sich selbst organisiert und wie man ein gutes Zeitmanagement betreibt. Nach meinem Bachelor werde ich mit dem Master fortsetzen und das Bildungsangebot der TU Graz weiter nutzen, um mich besser auf die Probleme der Automotive-Branche vorzubereiten. Dabei nutze ich auch die Freiheiten, die die Universität bietet, und arbeite nebenbei in der Motorenentwicklung bei BMW in Steyr.